Ich gebe jetzt die Bühne frei an Stefan. Hau rein. Dankeschön. Also ich bin der Stefan, ich bin aus dem Team UX Engineering. Wir machen hauptsächlich für Elements, auch Screen Personas, erstmal Homepage, noch so ein paar Seitenprojekte. Und heute werde ich euch mal zeigen, wie man eine Fiori-App bauen kann. Schön nach UX-Guidelines, mit richtigen Margins und Paddings, dass man nichts falsch machen kann oder sehr wenig nur falsch machen kann. Und das ohne, dass man eine Zeile JavaScript-Code schreiben muss. So. Gut. Ich fange an mit einer Einführung zu Fiori Elements und erkläre ein bisschen, wie das funktioniert, ein bisschen, wie die Annotations funktionieren. Sag ganz kurz noch, was die Fiori Tools sind und dann geht's los mit der Demo. Habe ich ein RAP-Projekt vorbereitet und zeige euch da dann mal, wie einfach das funktioniert. Genau, jetzt hat man die Anforderung, dass man eine App bauen soll oder irgendwie einen Use Case umsetzen soll. Ist natürlich naheliegend, man baut dann eine neue App dafür, aber man sollte auch mal überlegen oder gucken, ob es vielleicht auch schon etwas dafür gibt. Die SAP hat ja auch viele Fiori-Apps schon ausgeliefert oder die, die man dann auch adaptieren kann als Kunde oder als Partner. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit Screen-Personas auch noch die Classic-UIs anpassen kann. Auch das kann durchaus eine Lösung sein für so ein Problem. Heute geht es jetzt mehr um das I Need a New Fiori App. Da gibt es dann im Wesentlichen so die Möglichkeit, dass man Subfiori Elements einsetzt, was ich jetzt heute zeige. Dann hat man eine sehr hohe Effizienz, bekommt viel geschenkt. Wenn das aber sehr flexibel sein muss und man hat einen etwas ausgefallenen Use Case, dann kann man immer auch noch quasi alles selber schreiben in UI. Das Fiori Elements, das wird intern bei der SAP sehr viel verwendet. Also zum Beispiel im S/4HANA sind so 80% der Apps, die neu gebaut werden, werden mit Fiori Elements gebaut. Und was ist das jetzt überhaupt? Also Fiori Elements, das ist ein UI-Framework, gebaut mit SAP UI 5. Man kann sich vorstellen als ein generischer Renderer, der basierend auf Metadaten das UI dann quasi rendert und das gibt dann solche Floorplans dafür, solche Templates für so vorgedachte Patterns wie so eine Liste und Detailseite. Da komme ich auch gleich noch dazu. Und man kann dann eben die Fiori Elements App so an sich verwenden und wenn die Standardfunktionalität nicht ausreichen, dann kann man die auch immer noch erweitern. Da gibt es auch diverse Optionen. Diese Standard-Floorpläne sind im Wesentlichen, dass man so eine Übersichtsseite hat, Overview-Page nennt sich das, so gedacht so als Startpunkt für eine Rolle, wie zum Beispiel ein strategischer Einkäufer. Der kann dann da so zentral alle Sachen finden, Daten anschauen und von darin abspringen. Dann am meisten genutzten Floorpläne sind die List-Report- Page und die Object Page. Ist einfach so eine Listseite, Detailseiten. Und da gibt es auch im S/4HANA zum Beispiel eine vierstellige Anzahl an Apps, die diese Floorpläne nutzen. Dann haben wir noch so für sehr einfache analytische Use Cases die Analytical List Page. Da kann man dann auch Charts verwenden und kann dann zum Beispiel irgendwo reindrillen und Daten untersuchen. Fiori Elements bietet dann einfach ganz viele Sachen so im Standard an. Man muss die nicht selber implementieren, so wie zum Beispiel ein Variantenmanagement oder so eine Filterbar, die man auch anpassen kann, so Sachen wie generell dann Personalisierung oder Exportfunktionalitäten, Navigation. Ganz interessant auch so eine Read-Only-App, die kann man vergleichsweise schnell bauen, aber wenn es dann darum geht, auch man möchte auch editieren können, neu erstellen können, löschen können und so.
Da geht es dann los, dann wird es dann teuer, dass es alles schön konsistent funktioniert, dass die ganzen Fälle, die es so gibt, abgehandelt werden, mit, auch mit Fehlerbehandlungen, Seiteneffekten und so weiter. Und diese unscheinbare Box auf der rechten Seite, die wird ganz oft unterschätzt, so diese ganzen non-funktionalen Anforderungen wie Accessibility, Globalisierung, Performance, Integration und so weiter, mal schnell eine App bauen, die ein paar Daten anzeigt. Ja, das ist kein Hexenwerk, aber die dann diese ganzen non-funktionalen Requirements dann zu erfüllen, damit die auch accessible ist und oder zum Theming der Firma passt. Das wird sehr oft unterschätzt und auch da bekommt man viel geschenkt. Also so als Beispiel jetzt auch für die Performance. Wir haben auf der Detailseite, auf der Object Page, da haben wir zentral so ein Lazy Loading eingebaut und dann werden erstmal nur die Sektionen geladen, die im Viewport sind und wenn man dann runterscrollt, wird nachgeladen. Und das wurde einmal zentral implementiert und jeder Verwender bekommt es dann geschenkt. Wie funktioniert es jetzt? Oder wir als Fiori Elements, wir tun eben dieses Framework bereitstellen und haben da da sehr viel generischen Code geschrieben, um diese ganzen Funktionalitäten abzudecken. Und was man als App-Entwickler dann macht, einen OData-Service bereitstellen, zum Beispiel mit RAP, das präferierte auf der ABAP-Plattform. Wenn man auf BTP unterwegs ist, kann man dafür CAP verwenden. Und das ist quasi dann das Datenmodell und die Create und Update und Delete und so weiter. Endpunkte und man tut dann beschreiben, was möchte man denn auf dem UI sehen und das passiert mit den OData Annotations. Das kommt dann gleich auch noch mehr im Detail. Genau, diese Floorpläne oder Templates, wie jetzt die List Report und Object Page, die stellen wir zentral bereit und wir arbeiten da auch mit Designern zusammen, mit User Researchern zusammen. Das implementiert dann die SAP Fiori Guidelines. Und wenn man jetzt quasi die so nutzt wie mit Annotationen, dann kann man eigentlich nicht besonders viel falsch machen, dass das dann schon UX-Guideline-konform ist. Und das ist, der Vorteil daran ist dann auch, dass wenn jetzt eine App erstellt wird und die wird zum Beispiel im S/4HANA-Kontext eingesetzt, dann sieht die genauso aus und funktioniert die genauso im Idealfall wie die ganzen anderen Apps. Also für den User gibt es dann eine konsistente User Experience. Der OData Service, der kann OData V2 oder OData V4 sein. Empfehlung wäre, wann immer möglich, in der Zwischenzeit OData V4 zu verwenden. Da haben wir neues Fiori Elements dafür gebaut, für OData V4 und da viele, viele Learnings aus V2 angewendet und haben das auch damit dann flexibler und offener gemacht. Und dieser OData Service, der kann von beliebigen Backend-Providern kommen, also es kann das S/4HANA sein, man kann auf dem SAP BW zum Beispiel ein BexQuery als OData Service sehr einfach exponieren. Man kann auf der SAP BTP, auf dem ABAP Environment oder mit CAP einen OData Service bereitstellen oder einen beliebigen anderen OData Provider nutzen. Dann diese Annotations. Damit beschreibt man, was man auf der Seite sehen möchte und welche Funktionalitäten die Seite haben soll. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, dass ich beschreibe, welches Feld in meiner Entität, hier so ein Produkt, ist denn der Titel für das, für diese Instanz, die ich hier anzeige. Dann so Sachen wie, ich kann beschreiben, ich möchte hier eine Formgruppe, die heißt Basic Data, ich habe hier eine Formgruppe Technical Data und welche Felder da rein sollen. Dann auch solche Sachen hier, wie zum Beispiel, dass ich sagen kann, das Feld Preis, das hat auch eine Unit of Measure oder in dem Fall hier eine Currency und die steht in diesem anderen Feld und wir zeigen die dann automatisch an. Bei sowas zum Beispiel mit Unit of Measure bei einer Currency auch, zum Beispiel, dass in der Tabelle dann immer schön formatiert ist, dass der Dezimalpunkt auf einer Linie ist und so weiter.
Dann gibt es auch noch so Sachen wie so Auszeichnungen, wie zum Beispiel, dass ich sagen kann, dieses Feld beinhaltet eine E-Mail-Adresse und dann wissen wir, okay, E-Mail-Adresse, dann machen wir da so einen Mail-Tool-Link und dann kann man da auch direkt drauf drücken. Und es ist nicht nur quasi, was angezeigt wird, sondern auch Behavior, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, diese Entität hier oder dieses Produkt kann ich editieren, also ich kann in den Edit-Modus gehen, da Daten ändern, ich kann es löschen. Und auch da gibt es vielfältige Optionen, die man dann vom Backend aus dem UI sagen kann darüber, wie jetzt diese Seite hier sich verhalten soll. Diese Annotation im Idealfall oder wann immer möglich, verwendet man da Core Data Service Views und wie gesagt, das ABAP im Idealfall. Weil dann kann man sehr einfach die OData Services erstellen und ja, hat es da dann vergleichsweise einfach bis zu dem alten klassischen ABAP Programming Model, wo man noch im Gateway das ausprogrammiert hat, da ist es im RAP schon sehr viel besser und komfortabler. Und auf der BTP, wie gesagt, da kann man auch das Cloud Application Programming Model verwenden. Genau. Und diese Annotation kann man in dem Fall von RAP und von CAP, kann man das auch im Backend direkt in den CDS-Views annotieren. Da komme ich gleich nachher auch nochmal dazu. Genau, dann habe ich jetzt quasi, ich habe den als Entwickler den OData Service exponiert. Ich habe da Annotationen dran geschrieben, damit ich ausdrücken kann, was ich denn sehen möchte auf dem UI. Was jetzt dann noch dazu kommt, ist, dass man auch so ein Feintuning von der App machen kann, also so Konfiguration dann. Dafür muss man dann so eine UI-Applikation generieren in Fury Tools. Das zeige ich nachher noch. Und dann kann man so Sachen konfigurieren, wie zum Beispiel hier, das ist das sogenannte Flexible Column Layout. Das heißt so, weil wenn ich jetzt hier in so einer Liste auf eine Zeile drücke, würde herkömmlicherweise diese Detailseite im Fullscreen laden. Und wenn ich dieses Flexible Column Layout anschalte, dann nimmt diese Object Page nur 2/3 in diesem Fall hier ein. Ich habe die Liste hier noch auf der linken Seite und ich kann dann auch mal schnell durch die Einträge in der Tabelle links durchklicken. Rechts aktualisiert sich immer die Seite. Und das ist auch so was. Habe ich jetzt eine App, wo ich nicht Fury Elements verwende? Also, ich habe selber die Views definiert, die Sub-UI5 Views und den Controller-Code dazu. Dann muss ich halt mal irgendwie 2, 3, 4, 5 Tage, je nachdem, wie gut ich schon Sub-UI5 kann, investieren, um so ein Layout hier hinzubekommen und um das zu implementieren für eine App. Und in Fury Elements, da ist einfach nur anschalten und dann habe ich das und habe es auch schon UX-Guideline-konform und auch alle Fälle abgedeckt, wie was passiert, wenn ich jetzt diese Seite, die hier rechts angezeigt wird, zum Beispiel, wenn ich diese Instanz lösche, was passiert dann? Dann das Ziel von Fury Elements, so ein bisschen, dass man so die 80% plus minus Features abdecken kann mit Standardfunktionalität, mit Annotation, mit Konfiguration. Aber es gibt immer auch noch Sachen, die sind dann zu speziell für eine App und da, ja, das kann man dann nicht unbedingt generisch abdecken oder es würde sich nicht lohnen, das generisch in einem Framework zu implementieren. Und dann gibt es da verschiedene Stellen, wo man erweitern kann, zum Beispiel so eine eigene Sektion auf der Object Page oder hier so eine ganz eigene Seite und dann kann ich hier sowas reinmachen wie hier zum Beispiel so ein Gantt-Chart oder hier so ein Process Flow Control. Und damit ist man dann sehr flexibel. Man kann quasi so den 80% Fall, kann man die Standardfunktionalität verwenden, kann es sehr schnell programmieren oder beziehungsweise definieren durch Annotation, hat dafür wenig Maintenance bis keine. Und nur für die Sachen, die dann speziell sind für den Use Case, da kann ich dann eben ausbrechen und kann dann hier eigene Sachen dazufügen. Zu den Annotationen noch. Da gibt es dann eben so verschiedene Granularitätslevel. Also ich habe ja gezeigt in der vorigen Slide, das kann von so kleinen Sachen sein wie so eine Currency oder so eine E-Mail-Adresse.
Es gibt, man tut aber damit auch definieren, zum Beispiel, welche Spalten sollen in der Tabelle drin sein. Das kommt auch gleich noch in der Demo. In so einer Formgruppe hier, UI Field Group, welche Felder sollen da drin sein? Und man kann auch sowas wie zum Beispiel ein Chart auch selbst sowas definieren und sagen, was soll denn der Chart-Typ sein? So ein Column-Chart und was soll die Dimension sein? Was sollen die Measure sein? Und so weiter. Diese Annotationen kann man, wie vorhin kurz angesprochen, auch im CDS-View schon hinschreiben. Also hier rechts sieht man so ein Beispiel, wie das jetzt im ABAP CDS-View drangeschrieben wurde. Und dann kann ich sehr einfach sagen, ich möchte das Feld hier irgendwie Travel-ID exponieren, soll in meinem OData-Service drin sein. Und dann kann ich gleich auch noch dazu sagen, okay, es soll in meiner Tabelle erscheinen. Und Selection Field wäre dann so ein Quick-Filter über der Tabelle. Diese Annotation, die ich da hinschreibe, dann in dem ABAP CDS, die werden dann übersetzt in XML. So passiert es auch bei CAP. Und am Ende des Tages wird dann im Browser, wenn die Annotation als XML geladen, zum UI5 gepasst und wir tun dann darauf ausgehend das UI dann rendern. Und weil das auch ab und zu mal gefragt wird, der Typ von der Annotation, ob ich es jetzt im ABAP CDS mache oder als XML direkt in einer UI-Applikation, das hat keine Auswirkung auf die Applikation. Das ist immer so ein bisschen auch so eine Frage, soll ich diese Annotation dann direkt im CDS-View schon hinschreiben oder im XML-File in der UI-Applikation drin? Es kommt ein bisschen drauf an, wenn die Persona, die den Backend-Service macht und die das UI macht, wenn das getrennte Personen sind und das eher entkoppelt ist, dann kann es auch Sinn machen, dass man die Annotationen dann von dem UI-Entwickler im UI-Projekt macht. Aber wenn es möglich ist, das auch im ABAP CDS-View zu machen, dann ist da eigentlich besser, dann ist auf dem Lifecycle besser, man exponiert das Feld, man schreibt die Annotation dran und dann hat man es schon. Man muss nicht erst dann in das Annotationsfile wechseln und wenn man zum Beispiel mal ein Feld umbenennt oder eins rausnimmt, da muss man dran denken, dann muss man es wieder im lokalen XML-File, im lokalen Annotationsfile auch wieder ändern. Und wenn ich es hier jetzt im ABAP CDS habe, da habe ich einfach an einer Stelle. Und dazu auch zu sagen, also jetzt zum Beispiel im S4HANA, wo ja, also da gibt es eine vierstellige Anzahl an Fiori-Apps, die so gebaut wurden. Und da ist eigentlich die Regel, dass man es eben im Backend macht. Eine Ausnahme ist auch, dass im ABAP CDS, wenn es jetzt eine relativ neue Annotation ist und man hat noch nicht den ABAP-Stand, wo diese dann im ABAP CDS unterstützt wird, dann kann das auch ein Fall sein, wo man dann im lokalen Annotationsfile diese Annotation reinschreibt im XML und dann auf die Annotation umsteigen kann im ABAP CDS View, sobald die dafür verfügbar ist. Ganz kurz noch, was sind eigentlich Fiori Tools? Das ist eine Tool Suite, die wir auch bei uns im Bereich entwickeln. Die kann entweder im SAP Business Application Studio laufen. Das ist der Nachfolger von der SAP Web IDE, also eine IDE im Browser, um Applikationen zu erstellen. Und genauso können die auch im Visual Studio Code verwendet werden. Diese Fiori Tools, also auch da funktionieren die. Und so ähnlich wie in der Web IDE gibt es auch da dann so einen Projektgenerator. Und wir haben jetzt auch in diesen Fiori Tools auch noch einige Sachen mit dazu gemacht. Zum Beispiel eine Page Map, wo ich dann die Struktur der Seite beeinflussen und kann und auch für die Seiten speziell Settings einstellen kann. Und auch noch so Sachen wie Guided Development zum Beispiel. Man kann auch als Anfänger dann so Wizards hat, um bestimmte Funktionalitäten zu erreichen. Bessere Code Completion als früher. Und noch diverse weitere Tools. Da zeige ich auch gleich in der Demo ein bisschen was. Genau. Zur Demo. Ich habe in der Demo einen
als Grundlage ein Tutorial genommen, was wir veröffentlicht haben auf developers.sap.com. Und aus dem Grund, dann kann jeder, der dann interessiert ist, das auch mal selber machen und dann das einfach mal ausprobieren und so ein bisschen die Sachen nachmachen, die ich jetzt hier zeige. Wir haben da dank dem André Fischer einen Generator, der da dann so ein App-Skeleton generiert. Und da muss man nicht alles selber machen. Der hat generiert einem dann so ein Service für Travel. Und hier so die Views werden da angelegt und die Behavior Definitions, Key Service Binds und so weiter. Und dann hat man schon mal einen sehr guten Startpunkt, wenn man jetzt nicht das ganze das Projekt from scratch selber bauen möchte. Ich habe jetzt hier auch schon so ein paar Sachen vorbereitet, so ein paar Annotationen und ich kann dann im RAP hier im ADT kann ich dann die Vorschau starten. Also ich habe jetzt hier schon mal ein paar Sachen gepflegt. Jetzt hier startet die Vorschau. Ich habe auch schon ein paar Daten drin. Und was ich schon gemacht habe, eine Sache, dass ich hier schon mal Spalten anzeige in der Tabelle. Also ich habe hier die Travel-ID, die Agency-ID, Customer und so weiter. Und wo kommt denn das jetzt überhaupt her? Dafür habe ich in der Metadata-Extension einige Annotationen gepflegt. Ich könnte das auch im View direkt machen, aber dann wird der View irgendwann sehr unübersichtlich und hier in der Metadata-Extension kann ich dann die Annotation hinschreiben und für diesen Travel-View, der hier die Liste, der in der Liste dargestellt wird. Und was ich gemacht habe hier, ich habe dann, ich habe vorhin in den Folien gezeigt, für Tabellenspalten, da steht das UI-Line-Item. Und dafür habe ich dann hier gesagt, ich möchte gerne die Travel-ID, die Agency-ID, Custom-ID und so weiter, die möchte ich da drin sehen. Hier UI-Line-Item verwendet und ich habe auch nur eine Position angegeben und die werden dann quasi alle, die hier für Travel, für UI-Line-Item definiert wurden, die werden dafür genommen und dann eben sortiert nach dieser Position angezeigt. Und wenn man jetzt wieder aufs UI guckt, sieht man hier Travel-ID, Agency-ID, Customer und so weiter. Also das, so kommt diese Spalten in die Tabelle rein. Und was man auch schon sieht hier zum Beispiel, dadurch, dass wir durch das wohl definierte OData und die Metadaten dazu wissen, okay, das hier ist irgendwie auch ein Datum, dann wird das Datum schon entsprechend formatiert. Dadurch, dass ich schon eine Currency angegeben habe, ich habe die Brücke geschlagen zwischen dem Price, zwischen der Booking Fee und der Currency, dann wird auch hier schon direkt die Currency nebendran angezeigt. Jetzt möchte ich gerne noch so ein paar, oben war ja diese Filterbar, da möchte ich noch so ein paar Quick-Filter haben, weil ich dann auch oft filtere. Habe ich hier schon mal vorbereitet, das nennt sich dann Selection Field. Und das tue ich dann einfach mal jetzt hier bei ein paar Feldern quasi angeben. Ich kann für jedes Feld mehrere Annotationen hinschreiben. Dann wird es aktiviert. Und wenn ich dann die Seite neu lade, dann sehe ich hier schon die Felder da drin. Und ich habe hier jetzt auch schon so eine Wertehilfe. Auch die kommt durch eine Annotation. Zwar habe ich da in meinem View beim Feld Kunde. Auch so, hier kann ich so eine Annotation hinschreiben für die Value Help. Die zeigt dann hier auf die E-Customer und da ist der Schlüssel die Customer-ID. Und das reicht in dem Fall jetzt schon, damit dann hier so eine Wertehilfe angezeigt wird. Und ich kann in dieser Wertehilfe hier jetzt auch suchen. Könnte jetzt hier noch mehrere Filter anzeigen. Wenn ich jetzt gerade irgendwie zum Beispiel sehr viele Kunden habe, dann kann ich zum Beispiel hier nach der Stadt filtern hier, wenn ich dann eben hier in der Wertehilfe dann schon sehr einfach die richtigen Leute finde. Was auch so Standard-Features sind,
die man out of the box bekommt, sind zum Beispiel hier so ein Menü. Wenn ich auf den Spaltenheader klicke und dann sehe ich hier Sortiermöglichkeiten. Ich kann danach jetzt gruppieren oder sortieren und so weiter. Ich habe hier auch eine Personalisierung, dass ich sagen kann, welche Spalten sollen da drin angezeigt werden. Und auch das bekomme ich hier geschenkt darüber, dass ich das in den Annotationen oder beziehungsweise im Data Model angegeben habe, welche Felder denn alle hier exponiert werden sollen. Und ja, muss dann dafür hier nichts tun bekomme das geschenkt. Auch sowas wie zum Beispiel ein Excel-Export hier, sobald ich Daten geladen habe. Dann ist es jetzt noch nicht so richtig gut hier. Also man sieht hier noch so irgendwie hier so eine Agency-ID, aber welche Agency steht denn da dahinter? Oder hier so eine Kundennummer, wer kann damit was anfangen, welcher Kunde das jetzt ist? Oder auch hier so ein Status, also O könnte für Open stehen, also nicht so usable. Dann gibt es da auch noch ein paar weitere Annotationen. Zum einen, dass ich sagen kann, was sind der textuelle Wert zu einer ID? Also zum Beispiel für die Agency-ID gibt's eine Agency-Name dazu. Und habe ich hier schon auf den View mit draufgenommen, dass ich aus der Agency-Assoziation auch den Agency-Name hier gern hätte. Und sage dann quasi, okay, für Agency-ID habe ich dieses Textelement noch. Auch dann für den Kunde zum Beispiel, für den Overall-Status. Und man kann dann auch zum Beispiel sagen, das habe ich beim Overall-Status gemacht in der Metadata-Extension, dass ich auch dieser Code O, der ist nicht so wirklich aussagekräftig, dass ich sagen kann, okay, dann möchte ich den Key dann gerne mal anzeigen und ich möchte eigentlich hier den textuellen Wert sehen. Und dann sehe ich jetzt hier auch schon hier Agency Flights and More und der Customer offen. Und ich sehe jetzt hier auch beim Status schon Open. Also hatte ich mal, und genau, und bei der Travel-ID habe ich noch gesagt, okay, ich möchte hier gerne noch diese Description dazu haben und sehe hier dann Vacation, Business Trip Assignment und so weiter. Dann kann ich zum Beispiel auch noch sagen, so Status, das hat ja meistens irgendeine Semantik, da kann ich dann auch noch sagen, dass ich beim Status gerne noch eine Einfärbung hätte. Da habe ich dann auch schon vorbereitet, dass ich so ein Case-Statement hier habe. Also je nach Status tue ich dann hier das Feld Overall Status Criticality mit exponieren. Das hat dann einen gewissen Wert und das hier ist quasi das UI kennt es dann, wenn es 1 ist, dann ist es negativ, wenn es 3 ist, ist positiv, bei 2 ist Warning. Und das kann ich auch per Annotation hier angeben. Sage ich, okay, dieses Feld Overall Status hat hier jetzt noch so eine Kritikalität. Und sobald ich dann hier neu lade, sehe ich dann auch schon die Zeile eingefärbt. Beziehungsweise den Text eingefärbt und man hat hier auch noch so ein Icon dazu. Und so kann ich jetzt eben, habe ich jetzt schon mal der List-Report, der sieht schon mal recht gut aus. Eine Sache fehlt noch. Und zwar, hier steht jetzt noch so recht technisch Travel Type. Ich gebe in den Annotationen auch noch an, was ist denn so der Singular- und der Pluralname für diese Entität. Und ich kann auch noch sagen, das ist dann für die Detailseite später interessant, was ist denn so typischerweise der Titel und der Subtitel für diesen Objekttyp. Und ich kann auch noch so Sachen angeben, wie zum Beispiel, dass ich sagen kann, okay, was soll denn so die Default Sort Order hier sein? Aktiviere ich das auch wieder. Und wenn ich das neu lade, dann sehen wir hier oben, dass es Travels sind. Genau. Und habe das dann damit auch. Und die Tabelle ist jetzt dann auch sortiert nach dem Local Last Changed Add. Also damit habe ich jetzt schon mal den List Report, bin ich schon mal relativ weit, noch keine einzige Zeile JavaScript-Code geschrieben, nur so ein paar Annotationen definiert. Und jetzt zeige ich noch,
Ich habe schon mal was vorbereitet im Fiori Tools. Also das ist jetzt hier im Visual Studio Code. In Visual Studio Code habe ich dann die Fiori Tools installiert. Da drin gibt es dann den sogenannten Application Generator. Und das ist dann so ein Wizard. Ich kann da sagen, okay, was hätte ich denn gern? Ich hätte gern so ein List Report, Object Page, App. Kann mich dann durchklicken, kann dann sagen, okay, ich hätte hier gern ABAP-Environment und BTP. Ich verwende jetzt hier in dem Fall einen Trial-Account und kann mich da dann durchklicken, bekomme dann hier so eine App generiert. Dann gibt es da verschiedene Tools, die wir anbieten. Also zum einen hat man hier so mal so eine Infoseite über die App. Ich kann dann von da aus den Preview starten für die App. Das habe ich hier auch schon mal gemacht. Muss ich hier gerade mal refreshen mit diesen ganzen Änderungen. Ja, okay, ich muss gerade mal starten. Ich kann hier einfach sagen, Preview Application. Dann gibt es hier verschiedene Optionen. Dann starten hier die Fiori Tools, machen die Verbindung, in dem Fall hier jetzt zum ABAP auf der zum Ab zum Trial-System. Und dann öffnet sich hier die Seite. Und wir sehen auch diese Änderungen, die ich schon alle gemacht habe. Jetzt möchte ich hier zum Beispiel haben, dass diese Seite automatisch Daten lädt. Also so der Default ist hier irgendwie, ich gebe irgendwelche Filter an, dann drücke ich Go und dann lädt er die Daten. Um jetzt hier auch was von den Fiori Tools noch ein bisschen zu zeigen, ich kann dann hier zum Beispiel die PageMap verwenden. Ich habe hier die Struktur meiner App, ich habe so einen List Report, ich habe noch eine Detailseite dazu. Und dann kann ich hier zum Beispiel auf den Stift gehen. Ich kann sagen, ich möchte gerne der Initial Load, also bei der Tabelle, dann steht hier auch schön dabei, was das denn hier überhaupt ist. Ich kann jetzt hier sagen, Enabled. Dann habe ich das jetzt hier gemacht und dann startet die Preview hier auch schon neu. Das ging jetzt so schnell, dass man es noch nicht gesehen hat. Und jetzt quasi, wenn ich die Seite aufrufe, dann lädt er die Daten schon automatisch. So kann ich eben für sehr viele Sachen dann eben hier eine Konfiguration einfach hier so angeben. Ich könnte jetzt auch sagen, ich tue den Excel-Export abschalten, weil der hier keinen Sinn macht oder so. Ob das jetzt hier Select All haben möchte, und so weiter. Also sehr viele Optionen kann ich hier konfigurieren. Was auch sehr interessant ist, besonders für neue Entwickler, ist das sogenannte Guided Development. Und da kann ich dann hier die diverse Guides, wie ich denn jetzt hier irgend sowas auf das UI bringe und könnte zum Beispiel hier sagen, okay, ich möchte hier irgendwie mehrere Views auf meinem List Report haben, dann kann ich hier eben angeben, für was das jetzt sein soll, gibt es hier so diese Konfigurationsparameter an und kann dann das am Ende des Tages auf die App anwenden bekomme damit, muss damit eben nicht so viel in die Doku oder mir Sachen irgendwie quasi aus der Doku kopieren oder so, sondern kann damit halt ja, einfacher die Sachen anwenden. Genau. Wohin kann denn das gehen überhaupt? So jetzt zum einen mit Annotationen so dieses UI definieren. Da gibt es den Fiori Elements Rapp Feature Showcase. Das ist im Prinzip ein Rapp-Projekt, das sehr, sehr viele Features beinhaltet. In den Trial-Systemen ist das schon da. Wenn man ein eigenes ABAP-System hat, kann man sich das mit ABAP Git reinklonen und dann lokal verwenden. Also es sind auch schon sehr viele Kunden, die das in ihren Entwicklungs- und Testsystemen geklont und laufen haben. Und dann kann man sich einfach viele Sachen abgucken. Gibt's dann hier im Wiki so ein Guide. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Kunde gesagt bekomme, er hätte gerne so ein Rating Indicator zum Beispiel in der Tabelle, dann kann ich sagen, okay, ich suche hier mal nach Rating. Bekomme dann hier auch beschrieben, wo im Feature Showcase denn das wie gemacht wurde. Kann auch jetzt hier mit diesen Search Terms dann suchen und sehe dann hier quasi, was muss ich tun,
mit so einem Rating Indicator in diese Tabelle zu bekommen. Und das sieht dann hier so aus. Das ist hier der Preview auf dem Trial. Und man sieht hier, wie vielfältig die Darstellung sein kann. Also hier von solchen kleinen Microcharts, hier der Rating Indicator, mehrere Felder in einer Spalte und so weiter. Actions, hier auch, wir haben ja auch hier in der Toolbar Actions, Filter. Und was wir dann hier auch immer noch dabei haben, hier haben wir gerade den Rating Indicator angesprochen, hier hat man auch diese Suchterme, also ich kann jetzt hier einfach nach Auto Data Point Rating Table dann entweder im ADT oder in dem Wiki schauen und kann damit dann quasi schnell finden, wie kann ich das denn jetzt in meiner App machen. Und auch die Detailseite, die Object Page hier ist vollgepackt. Sieht man auch hier sehr viele verschiedene Visualisierungen. Alles hier ist rein mit Annotation gemacht. Sieht man hier vielfältige Varianten, was man so alles machen kann. Also ist sehr, sehr hilfreich für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, weil man sich da sehr viel dann auch abgucken kann. Wenn man jetzt noch so mehr Infos sucht über Fiori Elements, in der UI5-Dokumentation, da sind auch wir drin, weil also Fiori Elements wird mit SAP UI5 mitgeliefert. Also wer UI5 hat, der hat auch Fiori Elements. Das ist dann hier so ein eigenes Kapitel. Das ist hier auf der Startseite auch die wichtigsten Themen. Auch zum Beispiel, wenn man irgendwie die Hilfe von den Tools mal angucken möchte, ist hier verlinkt. Wir haben diverse Tutorials, Kurse, Blogs und so weiter. Den Feature Showcase, den ich gerade gezeigt habe, so eine Feature Map, wo einfach mal so eine Tabelle ist an Features, die wir so unterstützen. Und für das ganze Thema mit der Erweiterung, wenn einem jetzt die Standardfunktionalitäten nicht reichen mit den Annotationen, haben wir hier beschrieben, zum Beispiel, wo kann ich überall ausbrechen. Also zum Beispiel, ich kann auf der Object Page so eine eigene Sektion bekommen. Dann bekomme ich dann View. Hier haben wir My Custom Section. Und dann kann ich quasi hier in so einem Sub-UI5 View auch beliebige Controls verwenden und da dann die Funktionalitäten erreichen, die man mit Annotationen nicht erreichen kann. Und dann haben wir ja auch noch beschrieben unsere sogenannten Building Blocks, also was wie eine Tabelle zum Beispiel. Also so wie wir die Tabelle in den Standard-Templates verwenden, so kann man die dann auch in so einer Extension verwenden. Und auch hier noch diverse Beispiele und Beschreibungen zu Controller Extensions, also wenn ich zum Beispiel in den Edit Flow eingreifen möchte. Hier auch diverse Beispiele, viele davon auch interaktiv, dass ich hier auf der rechten Seite schon direkt ändern kann und das dann links das Ergebnis sehe. Genau. Dann habe ich in den Folien noch zum Abschluss so ein paar Links gesammelt und da sind dann so Dinge dabei wie Produktseiten, Community, oft Sachen, die oft gefragt werden, Open SAP Kurse, hier haben wir noch diverses Training-Material, wir waren auch auf der Ticket, hatten wir eine Hands-on-Session. Da geht es auch viel drum, wie kann ich denn diese Extensions verwenden. Auf GitHub kann man auch mal einfach mal ausprobieren, wenn einen das interessiert. Genau. Und damit wäre ich auch am Ende. Wow. Blick auf die Uhr. Das ist ja eine Punktlandung. Klasse. Fragen hatten wir, glaube ich, Fiori Elements spezifisch. So ein paar Leute waren noch eben unklar, die Unterscheidung zwischen RAP und Fiori Elements, wo was hingehört. Und da haben wir auch im Chat schön diskutiert. Das war ja Fiori Elements basiert auf Annotationen, wo sie herkommen, das ist Fiori Elements ziemlich egal. Genau. Sonst hatten wir, Tobias, hast du noch was gesehen? Ich glaube fürs Erste. Okay, gut.
Es war halt noch die Frage kam noch auf, wann endlich ABAP in VS Code kommt, aber ich glaube, die kommt jedes Mal, wo VS Code gezeigt wird. Karl schnauft wieder. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern. Also nie. Super, cool. Gut. Und dann danke ich dir.